solange also das Reale die weichfleischlichen Ersetzungskörper in zwei Systeme aufspannt, den der zärtlichen Anlehnungstriebe mit dem Wunsch nach Nähe, Haut, Ewigkeit, Gesichertheit, Unvergänglichkeit, Unverbrüchlichkeit und das dem gegenüberstellt, jenem anderen Begehren, Begierde mit und dieses mit weit intensiveren Lust, Enthusiasmen, Ekstasen ausstattet, der aufreißenden, der zerstörerischen, der unterwerfenden, den sich unterwerfen machen lassenden, der masochistischen Liebe des Aufgehens im Anderen, des ersetzt werden lassen durch Anderes, des du hast einen Leib erhalten, du bist einen Leib schuldig, also des tödlichen Prinzips dieses überwältigenden Eros, das nur Leben schaffen kann in Opferung an die dunklen Mächte, in Ersetzung des einen Körpers an den anderen, in Verrat, im Verlassen, in diesem Mimikitepa, mais oui, in diesem herzzerreißenden Prinzip, was in dem Film Unter die Haut geschildert ist, solange wird es nie die Möglichkeit der Freiheit des Menschen gehängt, die immer nur gefunden wird im tiefsten sich selbst gefangen nehmen an Abhängigkeiten, an die Monaden und nicht die Nomaden, auf Nomads, Nomädchen, das wird niemals stattfinden, wenigstens nicht in einer die Massen umfassenden Bewegung. Das Projekt des Buddha, das nicht von Erleuchtung, von halluzinatorischer Genießensbelohnung, sondern von Erwachen spricht, indem er sagt, steigt aus dem Begehren des Wiederholungszwangs, ist von vornherein gescheitert, denn von einer Milliarde betreibt das eine oder einer sich nicht dem Begehren der Ewigkeitsfortsetzung durch Ersetzen machen lassen des Körpers, diesem Phantasma hinzugeben, beziehungsweise nicht hinzugeben. Also, auch hier bei Deleuze wieder ein neues Phantasma, das sich einreiht in unsere Systematik der einen je einen Unmöglichkeitsseite gegen die je andere Unmöglichkeitsseite, und das selbst ontologisieren wir als Struktur eines Strebens nach der Wahrheit, nach der totalen Wahrheit, an der nie ganz ganzen totalen Wahrheit, die nur wie alles Lebendige in einer Auslöschungsreihe sich in Erinnerung des Speichers halten kann und nur im Zwischenpendelpunkt ein kurzes Anhalten parmenideischen Aufjauchzens, Erleuchtens, Aufwachens, dass das alles nur die immer gleiche Chose auf unterschiedlichen Wiederholungsniveaus darstellt, weil es nicht anders kann als so, weil es nur diese erbärmlichen Mittel zur Verfügung hat, die Körper, die es als Matrix benutzt für seine Erinnerung, Speicher, Wiederholungsvorgänge hinzuschlachten, hinzuopfern, milliardenfach, um die Chose am Laufen zu halten.